Jetzt müssen wir uns den ganzen Turm wieder runterprügeln. Richtig? Richtig. Gute Frage. Beziehungsweise wir können auch einfach runterspringen. Hallo? Wieso? Das war eine sehr, sehr hartnäckige Stufe. Ich springe einfach hier in der Mitte runter. Ja, hat funktioniert. Es ist sehr ruhig hier draußen. Sehr ruhig. Zu ruhig. Zeit für die Kettensäge. Was seid ihr für Dudes? Natürlich ist er wieder widerstandsfähig gegen Gift. Was auch sonst. Wow, hier sind viele. Die hauen auch richtig fett rein. Zeit für die Minigun. Natürlich muss ich erstmal nachladen. Mike Falzer. Wo ist er denn? Ah, Zitrone. Knapp. Warum muss immer alles leer sein? Oh. Braucht man mehr Munition für alles. Ja, was macht hier so ein Alarm hier? Ey, ist halt wirklich einfach ständig meine Knarren leer. Egal was. Gut, die hat's schon mal. Wo ist er denn? Ja, komm, komm, komm. Tschüss! Wo ist die denn hin? Boah, ich hab nur noch 5 Leben. Nein! Ich muss heilen. Nein! Hey, ja, da bist du ja. Er ist ja da oben noch mit ein paar Drohnen zu tun. Ja, ich habe hier unten schon relativ aufgeräumt. Es sind glaube ich nur noch 2 oder 3 übrig. Ja, ich. Ich kämpfe gerade mit Marvin! Boah! Gib mir halt auf den Sack! Es sind halt einfach die Desert Eagles, die es immer wieder rausreißen. Ups! Das wollte ich nicht. Scheiße. Ah, okay, man kann die Ultimative kann man auch abbrechen, wenn man sie aus Versehen ausgewählt hat. Ah, okay. Das wollte ich nämlich jetzt auch gerade nicht machen. Das war nur ein Unfall. So, auf geht's, Dynamit besorgen. Hallo? Lupri. Just a regular. Jetzt höre ich das als Warbomb toll. Mir fällt gerade auf, ich hab halt echt nur. Ja, ich muss unbedingt mehr schwere Munition kaufen. Ich habe überhaupt gar keine Muni mehr für irgendwas. Ah! Fuck, den habe ich nicht gesehen. Tschüss! Oh, da ist ein Hinter zuerst hinter. Na, wo ist er denn? Oh! Weiß es nicht. Da ist er. Oh. Ja, erwischt. Yeah, yeah, motherfucker! Oh, that was nice. So, hier sollen wir irgendwo das Dynamit herkriegen. Da vorne scannt irgendwas. Was ist das? Oh, lol. Verletzbar durch Eis. Ja, meine Minigun ist natürlich leer. Klasse. Und mein Maschinengewehr. Ich schieß grad schon mit Eis drauf. Das bringt nicht viel. Oh, Alter. Dann schieß halt mit Marvin. Ich versuch mich grad ein bisschen um die kleinen Drohnen zu kümmern. Ja, ich schieß gerade auf ihn. Okay, ich hab den fetten. Let down. Ja. Okay, Achtung, noch eine kleine Drohne hinter dir. Danke. Da ist immer noch eine, ey. Oh, da. Da oben ist noch eine. Hab ich jetzt mal wieder ein bisschen Muni? Nein, nicht wirklich. Oh, Alter, da ist schon wieder eine. Die Küche hat sich echt am meisten an der Frank City. Ja, ich auch. Das ist furchtbar nervig, die Viecher. Ja.
meine, die sind nicht besonders stark oder so, aber sie gehen halt echt auf den Keks. Und wenn du mit der Nahkampfwaffe auf die losrennst, hauen sie ab. Ich meine, gut, wenn einer auf mich zugerannt kommen würde mit so einem 2 Meter Kettensägenschwert in der Hand, würde ich vielleicht auch wegrennen. Nur vielleicht. Ach, Quatsch. Vielleicht hat er auch keinen Sprit mehr. Weiß man ja vorher nicht. Benji. Na, gibt's hier ein Secret unter der Treppe? Kein Secret? Schade. Hey, hier gibt's explosive Sachen an einer Wand. Das ist doch immer ein Indikator. Diesmal nicht. Oder auch nicht. Ja, man weiß nicht. Ein Indikator für explosive Sachen an der Wand. Oh, hier ist noch was. Ja, wo ist was? So. Das will ich nur treffen. Oh, nee. Ja. Oh, der hat gesessen. Mann, hör auf mich, den zu kicken. Okay, den habe ich erwischt. Ist noch einer? Bitte, Mann. Oh, nee. Oh. Kommt auch noch so ein verkacktes Häschen. Aus der Drohne. Guck mal da oben. Drohne. Schieß auf das Kackvieh! Kann du selbst sagen? Oh, mit der Sayonara, ey. Warte mal. Au! Oh, das war ein Treffer, aber ein richtig heftiger Treffer. Jawohl, ich hab nochmal richtig was abgezogen. Oh, Alter, Sayonara hat ihn zerlegt. Okay, der ist weg. Oh, aua! Das hat mich jetzt noch verletzt. Hast du mich verletzt? Weiß ich nicht, glaube nicht. Kannst du mich verletzen mit dem Schwert? Greif mich mal an. Oh, wo bist du denn? Hör mal still. Aua! Da, aua! Ich krieg Schaden, ey. Nee, ich krieg keinen Schaden, aber du kannst mich trotzdem schneiden. Achso, und dann kriegst du halt den Effekt. Also, Dings halt. Was jetzt? Warte mal, zerstöre die Video... Darüber. Ah, zerstöre die Videoverkaufsautomaten. Okay. Oh, der hat gesessen. Ich glaub, da unten, oder? Ups. Was ist das etwa? Oh, oh. Diese Zillerschlitzer. Ja, ich habe ja auch gerade zwei der kriegt gerade gut Schaden von mir. Also es war echt keine dumme Wahl. Kein Element zu lesen, wenn du auf dich lag. Ja, ich komme mit der Säure hier ganz gut klar. Ist doch noch irgendwas? Na da. Ich wollte gerade sagen, wie man ist. Oh ne, nicht wieder eine Drohne. Okay, sorry. Gut, der hat's auch erwischt. So, Verkaufsautomat. Ah, da ist ein Verkaufsautomat. Okay, machen wir mal kaputt. So, einer ist weg. Ich glaube, das kannst du wieder nur du machen. Hier ist so ein riesen Elite ZL209. Okay, warte, ich komm zu dir. Das ist verletzbar durch Strom. Habe ich irgendwas? Ja, ich hab Blitzschwerter. Oha. Oh, fuck, der macht Damage. Ich auch. Arschen. Alter! Oh oh! Jawoll! Mit der Ultima geht das ganz gut! Sehr gut. Spielpunkt gehalten, ich hab ein Level up. Ja, yep, ich auch. Oh! Alter, das ist schon wieder ein Elite. Ah, wieder widerstandsfähig gegen Dings. Oh, oh, ja. Er ist weg. Ups! Was ist das? Okay. Wir brauchen noch Verkaufsautomaten irgendwo. Er ist noch nicht wo. Einer ist, glaube ich, unter uns. Ah ja, einer ist 30 Meter unter uns. Oh. Oha. Alter, wollen wir mich verarschen. Was? Ja moin. Ich bin hier, ey. Genau, ich halte den Pilat erstmal hoch. Schon irgendwie 80. Ja.
Definitiv. Schubst wieder oben. Okay. Als ob du mich hättest sehen können. Ich war gerade unsichtbar. Oh. Ah. Haben wir alles? Ich glaub das... Nee, da ist noch was. Der, Oh nein. So, die eine Floaterton ist weg. Da ist immer noch was. Oh, ey. Jetzt nicht mehr. Oh doch, doch. Da ist immer noch eine. Jetzt nicht mehr. Hast du? Ja, jetzt hab ich sie. Endlich. Heilige. Oh Mann, ey. Heilige Drohne. So. Immer diese Nervbolzen an Drohnen. So, wo ist der Automat? Ist die Automaten irgendwo zu schnell? Da. Ja. Tschüss, Automat. Explodiert einfach mal alles. Hey, ist eine Jukebox. Eine Jukebox, verdammt nochmal. Ich will eine Münze hineinschnipsen. Oh, ich glaube, ich habe ein Secret gefunden. Komm mal zu mir. Echt? Ja, ich bin auf dem Weg. Also ich bin mir nicht sicher. Schon wieder so ein japanisches Zeichen. Schau mal, hier in Rot. Ich habe da drüben schon noch eins gefunden, ja, aber ein anderes. Deckung. Au, au. Weil, nee. Nee, weil durch das Fenster kann man reingucken hier in diesen Laden. Ach so, man kann ja auch oben drüber klettern. Weil irgendwie muss man da, glaube ich, reinkommen können. Huch. Weil man kann durch das Fenster hier reingucken. Man sieht, da ist irgendwas drin gewesen. Ja, jetzt ist nicht mehr drin. Keine Schwerter erlaubt, steht hier. Was? Keine Schwerter erlaubt? Oh, jetzt. Schade. Heißt das, man muss Nahkampfwaffen ablegen? Ich glaube, das ist einfach ein Laden, der hier ist. Mich hätte halt noch interessiert, ob man da irgendwie reinkommt in diese. Weil die Tür scheint. Muss man. Da ist eine Kiste drin, die wird auch auf der Map angezeigt. Hm. Ist schwierig, weil ich sehe hier keinen Eingang. Secret. Mann, hast du irgendwas gefunden da oben? Ja, ich glaube schon. Warte mal. Kann man hier hoch? Stimmt ja, man kann ja auch dashen. Okay. Okay. Okay, hier kann ich nicht entlang. Aber. Keine Ahnung. Gib mir eine Sekunde, warte mal. Ah, doch, warte mal. Hier geht ein Fahrstuhl hoch. Okay. Ja, guck du nochmal, ob du da vielleicht was findest. Ich guck. Noch mal in der näheren Umgebung. Scheiße. Was denn? Ich bin nur gerade. Bist du gestorben? Ja, nicht gestorben. Ich bin runtergefallen, aber ich glaube, ich bin nicht gestorben. Ich wurde einfach wieder an den Rand zurückgeportet. Okay. Die Frage ist nur, wo bin ich jetzt? Ich habe mich irgendwo hingeportet. Ich habe keinen Plan, wo. La la la. Oh, ein Gemüseladen. Was gibt's denn hier so? Zwiebeln. Auberginen. Und Pfirsiche. Oder sowas. Naja. Ey, da ist ein Glückskeks. Na? Wenn du deine Wenn du eine Meinung hast, lass dich nicht von Fakten verwirren. Ja. Genau. Das sind die sogenannten alternativen Fakten. Das denken sich die Flacherdler auch immer. Wie, die Erde ist nicht flach? Hey, hier ist noch irgendwo ein Glückskeks. Ich seh's. Was haben wir denn hier? Klamotzkis. Irgendwo über mir? Hä? Hey, Wallig. Da oben ist Wallig ein Glückskeks. Okay, was sagt der?
Was? Einen Kindergarten zu leiten ist wie ins Gefängnis zu gehen. Am ersten Morgen auf dem Spielplatz gehst du zur fiesesten Mutter und haust sie auf die Schnauze. Danach legt sich niemand mehr mit dir an. Geil. Ja. Okay. Was denn? Komm mal zu mir kurz. Ist leichter gesagt als getan. Aber ich probiere mal. Ein bestes. Oh mein Gott, hier sind Gegner. Ich bin auf dem Weg. Oh shit. Okay. Ja. Das ist so toll. Ich sehe dich da unten. Aua. Hey, cool. Kanalisation. Kommt das endlich hin? Uff. Also, du warst bei mir, genau. Ja, Kanalisation. Hier kann man auch das Glas schauen. Ja, ja, ich weiß, ich hab's gerade gesehen. Ich ging quasi drüber, aber das haben wir halt hier in Daft Punk City. Waren wir nie auf so einer tiefen Ebene, dass wir sowas gesehen hätten. Deswegen verwundert mich das gerade. Ich will wissen, wie man da runterkommt. Ich glaube, warte mal, hier geht's noch eine Etage tiefer. Na, nee. Bin mir nicht sicher, ob es überhaupt da so hineingeht. Oh, oh, was ist das denn? Sieht nicht so aus. Ja, wir sollten mal weitermachen. Wir kommen sonst nie voran. Ja. Wir werden wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal hier sein. Man muss sich ja auch erstmal auskennen hier in der Stadt. Ganz ja. Einfach. Okay, ich bin auf dem Weg zum nächsten Automaten. Nach Vertania City? Ja, nach Vertania also. City. Ich bin auf dem Weg. Ach ja, das war noch sehr, sehr oldschool. Ah, oh, Mann. Ah, hier ist aber dem Navi. Ja, hier ist der Band. Ist das ihn? Little fucking sleazeball. I think so. Ich finde den Paparazzo. Ich spreng das Ding. You had a good little run there, playing both sides. But the ancients have been doing this longer than you or I can even imagine. And they don't take kindly to being fucked with. Whatever, I still got my product. You sure okay. About that? Dann teleportation. I stopped by some of your vending machines, oder? And every ja, single one of them had been smashed to pieces. It was uncanny. What? You asshole! Oh, and I hope you held on to that moped, because I'm not a doctor, but it looks like your van is about to die of dynamite poisoning. No, no, my van! Dynamite! Time to crawl back in your hole, bottom feeder. Ja, der Wang hat gerade noch mit dem Typen gelabert, dessen Van okay. Und Vending-Maschinen wir gerade allesamt vernichtet haben. Wir haben ihn ganz schön eins reingehört. Also, ja, und jetzt... Boah. Also wir müssten hier eigentlich reinkommen. Warte mal, ich komm nochmal. Ja, eigentlich. Ich hab's gefunden. Aua. Ah. Schau mal, Freddy. Hier diese Blätter sind nur Hologramme. Ach ja, da kann man drüber jumpen. Das ist ja fies. Und wir kommen in die Kanalisation. Ah. Oh. Guck mal, weil ich hab diese ein... Alter. Geil. Ist das die Kanalisation? Das sieht ja aus wie... Das ist ein Containerhafen, Alter. Ja, das ist mehr. What the fuck? Was ist das denn? Das ist die Kammer des Schreckens. Das sieht echt widerlich aus. Was zum Geier ist das denn? Sieht aus wie so ein Cthulhu-Arschloch. Das hat aber echt was von der Kamera des Schreckens, oder? Hey, warte mal, ich will mal was testen. Okay. Ja, es hat auf jeden Fall was Ekliges. Nee, ich habe gedacht, vielleicht kann man es benutzen als so eine Art Portal, um auf die andere Seite zu kommen, aber... Okay, Was? Nee, du bist noch da. Alles gut. Ich dachte, du bist hier einfach durch eine Tür verschwunden. Nee. Okay, aber das gut. Kann doch nicht alles sein. Oh. Schau mal, was ist denn das hier an der Decke? Weil das ist ja nicht der Raum, wo wir in den wir ursprünglich rein wollten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gucke mal vorne beim Eingang, weil jetzt wissen wir ja zumindest, worauf wir achten müssen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da noch es wird gibt. Mir halt ist ja, da ist ja auch eine Chest, die uns da angezeigt wird. Also die in dem Raum da sein muss. So, wenn da also Loch war zum Reinspringen. Dangerous Chemicals. Man sieht aber auch nichts in dem Raum. Mm-mm.
Hier bin ich das letzte Mal gestorben. Oh fuck. Kommt man hier seitlich rein? Ist denn... Nee. Nee, das ist nicht offen. Keine Chance. Aber da ist ein Chest drin. Ja, ich weiß. Sicher, dass die da drin ist und nicht einfach hier vorne. Ja, ja. Nee, die wird nicht als unten drunter oder oben drüber, die wird direkt vor mir angezeigt. Okay. Scheiße. Mann. Unsichtbar. Gegnerenergie wiederhergestellt. Naja. Wie gesagt, ich denke mal, wir werden schon noch öfter mal hierher kommen. Und wenn wir die Gelegenheit haben, dann gucken wir halt mal. Ja. So, okay. Ich port mich mal zu Gozu, der anscheinend jetzt auch wieder irgendwas damit zu tun hat. Oder wir müssen da einfach nur die Quest abgeben. Ach so, das portet uns ja jedes Mal nur in die Stadt. Ich hab jetzt gerade schon überlegt. Geheimnis, Geheimnis. Ich geh schon mal in die andere Immortal-Welt. Ich frag mich, wo da immer der Suchscheinwerfer im Himmel herkommt. So. Hallo, Gozu. Deine Sorgen haben ein Ende. Es wird keine weiteren schmutzigen Videos von deiner Schwester geben. Okay, dumbass. Your worries are over. The tapes are gone? Yeah, but it won't do you much good unless you can stop Amiona from making more. Wait, she's the one who... Oh yeah, and I'm sorry. And for once, I actually really mean it. I feel like you're setting me up to say something mean. Nah, this time, just being you is punishment enough. Just being you is punishment enough. Da 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 dan, da 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 dan. Wir haben die Mission abgeschlossen. 25.000 Zedorinos, Zillion. Da 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 da. Da. Was denn? Bisschen episch übertreiben. Da 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 da. Da 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 da. Das war jetzt richtig unsinnig. So, auf einmal habe ich wieder von allem genug Munition. Weißt du, wenn ich in die Mission reingehe, dann habe ich bestimmt wieder 0, nichts, gar nichts mehr. Also das Problem ist aber auch, alle meine Waffen verwenden, glaube ich, alle dieselbe Munition. Deswegen, wenn ich alle Waffen einmal nachlade, dann ist davon nicht mehr viel übrig. So. Jetzt könnte ich aber noch kurz die Skillpunkte reingucken. Kann ich denn da nochmal irgendwas machen? Da war doch irgendwas mit... Schärft Auge für Munition, Bengel können steige Höchstmenge an Kugeln, die du bei dir tragen kannst. Ja, das klingt doch mal nice. Das machen wir einmal, zweimal, dreimal. So, Munition ist gut. Kundenkarte. Okay. So, dann noch. Elementar. Waffenangriff, elektrisch, Gift. Ah, elementarer Fokus. Das sollte ich vielleicht skillen. Für die epische Musik im Hintergrund, was ist denn hier los? Was denn? Voll episch. Alles gut? Ach ja, die Viecher. Die kenne ich nur noch zu gut. Wir haben eine Quest bei Amiona offen. Ameona. Oha. Wie sieht's denn eigentlich aus mit der Karte? Wie war das nochmal? Okay. Soll ich die mal annehmen? Ja, gerne. Okay. Ah, das ist die Hauptquest. Sprechen wir über das Ritual für die Seelenverbindung. There is one thing I will need in order to perform the soul joining ritual. And that is? Ancestral chi. Oh, great. I'll just pick some up from the Piggly Wiggly.
ancestral chi is coded to each individual person and carried in the spirit of their families. I need a close relative. Or a body part. Hey, no problem. I'll go hack off her grandmother's arm. Hmm, grandmother. No, not enough power. It needs to be a parent or a sibling. She's an only child, and her mom's dead. Hmm, then you're looking for her father, I suppose. And how the fuck are we supposed to find him? Bring me something of his, and I may be able to help you. What, like one of his old playboys? Oh, a magazine would work. Clothing is better. A weapon is best. If you can manage it. Wonderful. We'll get right on that. Na klar, Ameona. Finde Kamikos Anenchi und bringe es Ameona. Ameona. Ame bedeutet Auge und Ona ist Frau. Also Augenfrau? So, any idea where your dad is? No, but I do know who does. My dear darling Mima. Mamushi Heka. You know, you're not as stupid as they say. She's not going to tell us anything, you know. Oh, she'll never tell us anything. But she carries something of his wherever she goes. His wakizashi. Why does she have his? He gave it to her, to mark her as his favorite. It bears his chop, and as far as I can tell, she never parts with it. So she won't mind if we borrow it for a tick? I think she'd stab out your eyes if you looked at it too long. You know, some people probably find that off-putting. But I love how direct she is. Ja, wir müssen, glaube ich, zu der alten Frau. Zu der... Na, komm, wie heißt sie? Zu der... In der Menschen... Die, in der Menschenwelt. Ja, ja. Zu der alten, wo wir der Auftragskiller für sie gespielt haben. Wo ist es denn? Mission. Da. Ahne. Story-Mission. Gut. Ich habe das Knöpfchen gedrückt. Wir werden geportet. Sehr gut. Werden wir? Ich werde zumindest geportet. Ich gehe mal davon aus, es wird wahrscheinlich bei dir auch gleich soweit sein. Okay. Ja. Jetzt. Wähle das Skills-Menü in deinem Inventar, um eine neue Fähigkeit zu erlernen. Einige Skills sind von Anfang an verfügbar. Andere gibt es als Belohnung für den Abschluss von Missionen, als Beute oder als Ware in einem Geschäft. Das war meine freundliche Verkäuferstimme. Möchten Sie mehr wissen? Oh Mann, ey. Was denn?